Wir wollten Schmetterlinge jagen. Mama, komm bald nach Hause. Bitte. Bitte, Papa. Leonie, ich muss zum Zeitungsladen und danach springen wir. Wo warst du die ganze Woche? Ich habe gearbeitet für eine Ausstellung. Ist tagsüber, du wirst verreist, okay? Ich schlafe tagsüber. Tja, wir haben bloß ein paar Mal gefilmt. Ach, komm schon. Ich wusste nicht, dass das ein fester Termin wird. Ja? Oder nein? Ich weiß nicht. Es lag vor der Galerie auf dem Bürgersteig. Wie verbleiben wir denn? Ich habe eine Familie. Wer du nicht wehtun willst. Genau. Schlaf mit mir. Ich habe dir doch eben erklärt. Schlaf mit mir. Wir sind seelenverwandt. Spürst du das nicht? Schlaf mit mir. Oder ich sag es deiner Frau. Was hast du gesagt? Wie willst du mich daran hindern? Sag es. Sag was? Sag, dass du mit mir schlafen wirst. Jetzt. Was machst du dann noch hier? Sie müssen der Vater von Leonie sein. Grüße Sumaya von mir. Ich denke nicht. Wie ist dein Flötenlehrer? Ist er nett? Wie wär's mit deinem Geschäft, ne? Ich bekomme eine Umarmung und du musst nie wieder zum Musikunterricht. Das bestimmt Mama. Aber ich rede mit dir. Nichts, nur los sagen. So, geht Leonie mit Nele spielen? Ich koche den Wein was. Wann, wenn ihr fertig seid, ja? Ich hole sie dann ab. Okay. Vielleicht musste ein Maulwurf aufs Klo. Hm? Dein Papa ist lustig. Denn er ist nicht mein Papa. Wer bin ich dann? Ein Monster? Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Das Ganze klingt total bekloppt. Der alte David hat etwas mit dir. Und du bist der Neue. Ich bin nicht der David, den du kennst. Ich bin 5 Jahre älter. Vorgestern im 2008 fand ich diesen Tunnel. Und am Ende des Tunnels war diese Tür und dahinter hier. Aber plötzlich ist alles gut. Leonie lebt und Maya und ich. Hast du dich über den Besoffenen lustig? Das ist die Wahrheit, Max. Schau mich an. Ich bin 5 Jahre älter. Ich habe mir die Haare gefärbt. Schau mich an. Und wo steckt der jüngere David? Es war ein Unfall. Ich habe ihn im Garten vergraben. Wo sonst? Wen rufst du an? Die Polizei! Okay, okay. Aber beruhig dich erst, Maya. Rede mit mir. Ein Mann und eine Frau, die wie Susanne und Paul aussahen. Die haben Susanne und Paul getötet. Ich hab's gesehen! Ich glaub dir doch! Versag mir nicht! Ich soll mich beruhigen! Tu's nicht. Was wolltest du mit uns in diesem Tunnel? Leg auf. Oder was? Maya, bitte. Was nicht, ja. Was sollte das gestern Nacht? Ich musste Max nach Hause bringen, weil er ziemlich hinüber war. Aber er wollte unbedingt noch weitermachen. Und dann... Naja, er hat mich überredet, noch was mit ihm zu rauchen. Habe ich mich sehr daneben genommen? Tu nicht so, als wenn du dich nicht daran erinnern könntest. Was wolltest du mit uns in dem Tunnel?
Und woher ist die Wunde in deinem Gesicht? Du warst total in Panik. Du hast mir richtig Angst gemacht. Ich war Heimeier. Es tut mir leid. Ich werde nie wieder rauchen.